Also wir sind die Woche haben wir eine Anfrage gehabt, ob wir können tauchen, um das Handy zu finden. Gefunden haben wir nicht eins, sondern 9 Stück. Und heute haben wir noch einmal das Gleiche gemacht. Und haben nochmal einen ganzen Haufen Sachen gefunden. Und der Markus packt jetzt aus. Immer noch nicht das Richtige. Vielleicht. Okay. Handy. Ein aufgeblähtes iPhone. War da vorhin nicht noch Gläser drin? Ja, die liegen wahrscheinlich drin. Ja, Handyrahmen. Meter, Doppelmeter. Handy, 2. Oh. Oh. Sieht jetzt noch gut aus? Das sieht noch gut aus. Ach, nein. Ja, machen wir weiter. So. Oh! Finden wir raus, wer es ist. Das sieht noch sehr gut aus, das liegt noch nicht lang. Schauen wir mal. Nee. Oh. Oh. Handy. Wie viel haben wir? 2, 4, 6, 8, 10 Stück schon. 11. Also Samsung. Ui. 12 aufgeplatzt, 13, 14, das ist total krank, das ist immer nur krank. Du hast etwas fettig. Sonnenbrille. 15, 16, noch ein bisschen Abfall. Ja, so schmeißen wir weg. Ach, das ist mies. Mit Zahnstocher und Pinzette noch drin. Juhu! Da hast du den Zehnernütli. Ah ja, genau. Hat sich auch gelohnt, nur schon wegen dem. Nochmal eins. Also 2, 4, 6, 18, 12, 14, 15, 16, 17. Ah, da ist das Brilleglas. 18. Scher. Nochmal ein Victorinox. Aber ist verbogen. Nein. Das hat Schließmechanismus. Okay. Ja gut. Aber ja, die Klinge ist trotzdem verbogen, oder? Nein. Nein, okay. Da Sand drin. Okay. Ja. Nehmen wir die Haie an. Die zweite Schere. So. Der geilste Fund von heute. Oh, yeah. Million kostet. Nochmal eins. Wie viel sind wir? 19, glaube ich, oder? Ja, jetzt wird es langsam eng. Display-Schutzfolie. Ja. Wahrscheinlich irgendwie die Hülle, Verkauf von der Hülle oder so. Aber ich schätze mal, es ist die Abdeckung von irgendeinem Handy. Ah, ein voller Jägermeister. Ja. Wer ist das? Wer ist das? Markus?